Fantastic. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans. Es soll heute mal eine etwas kürzere Episode sein, die ich einfach nochmal so ganz spontan aufgenommen habe. Ich wollte eigentlich Clash Royale aufnehmen. Wir gucken mal eben ganz kurz noch auf meinen Angriffslog. Das war nämlich, ah nee, der hier. Der war richtig cool. Und während wir den Angriff sehen, möchte ich nochmal ganz kurz was erklären. Also, es geht ja aktuell, sind ja die Sneak Peeks, ne? Ihr habt ja gesehen, es kamen bisher zwei Sneak Peeks. Ich möchte sie nochmal zusammenfassen, möchte nochmal sagen, was denn genau vorkam, was wir gesehen haben, wie es weitergeht. Vielleicht auch so ein ganz kleiner Hinweis, wie es weitergehen könnte. Das ist vielleicht auch für den einen oder anderen interessant. Dann habe ich viele Kommentare mir durchgelesen, die möchte ich natürlich auch, auf da möchte ich auch mal eben drauf eingehen. Und lass uns das mal ganz vorne anfangen. Also, was hatten wir bisher gesehen? Sneak Peek 1, der ja gestern kam, hatte uns gezeigt, so ein paar verschiedene Sachen, was Truppen angeht und was auch ein paar Gebäude angeht. Ne? Wir haben gesehen, ein neues Level beim Tesla, ein neues Level beim Minenwerfer. Wir haben den Baby Dragon gesehen auf Level 5, wir haben den Drachen gesehen auf Level 6, Magier Level 7 und so weiter. Haben sich viele beschwert, dass es doch primär wieder für die höheren Rathäuser rauskommt, wobei man ja auch wirklich sagen muss, es gibt ja auch ein paar Änderungen, ne? Das heißt, wenn der neue Magier draußen kommt, rauskommt, wenn der neue Drache rauskommt, sind die unteren Level ja auch für die unteren Rathäuser verfügbar. In diesem Fall halt primär Rathaus 9, 10 und 11. Ist halt so. Also, das war so das Erste. Dann, aber viele Leute, die sich beschwert hatten, die können heute eigentlich aufatmen. Denn was haben wir heute gesehen? Heute haben wir gesehen, was kam raus? Neue Truppen. Also das Truppentraining komplett anders. Es wird komplett anders, es wird viel einfacher, es wird schneller, es wird komfortabler. Wir können Truppen, verschiedene Truppenkombinationen können wir speichern. Was uns Clashern das Leben doch um einiges leichter macht, muss man doch mal ganz ehrlich sagen. Und das betrifft ja alle von uns. Das betrifft nicht nur die hohen Rathäuser, nein, das betrifft nicht nur Rathaus 9, Rathaus 10, Rathaus 11, das betrifft sie alle. Und von daher kann man auf jeden Fall da sagen, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da mal auf jeden Fall eure Meinung schreibt, ja, das denn, ob euch das gefällt. Ich habe da sehr, sehr lange drauf gewartet und ich habe es ja ein paar Tage eher schon gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich es gesehen habe, ich habe mich sehr gefreut, muss ich wirklich sagen, ich habe mich wirklich, wirklich, wirklich sehr gefreut, dass das kam und dass, ja, dass man dann die Chance hat, dass man ein bisschen, oder das ist, sie haben sich einfach was dabei gedacht. Man muss da wirklich sagen, viele beschweren sich immer so, ja, kommt immer nur neue Gebäude und so weiter oder neue Truppen oder sowas. Aber das ist ja wirklich mal etwas, was viele Leute wollten, wo dann die Macher von Clash of Clans gesagt haben, wir haben euch gehört, ihr habt es euch gewünscht, hier habt ihr es und ich muss sagen, richtig cool, vor allem natürlich, dass du auch Sachen speichern kannst, dass du Army-Kompositionen speichern kannst und es ist cool. Es ist richtig cool, muss man wirklich sagen und ja, wir werden mal sehen, wo das noch so hinführt. Jetzt wollen wir natürlich auch selber noch einen Angriff machen, ich habe ein paar Trypskis noch ausgebildet, was haben wir denn hier? Wir haben unsere klassische Queen Walk Bowler mit ein paar Aufräum-Drachen-Kompositionen. Da sehen wir, ne? Hier ist noch alles das alte Overview. Ich hab's sogar noch auf Englisch. Das Spiel sogar gerade noch hier auf Englisch. Ist aber egal. Und ich muss sagen, es gefällt mir richtig gut. Bisher gefällt mir das Update richtig gut und ich kann's ja sagen, ich weiß nicht genau, ob ich es darf. Ich mach's einfach mal. Morgen gibt es auf jeden Fall auch noch einen Sneak Peek. Das ist schon mal sehr cool, also da könnt ihr euch auf jeden Fall auch freuen. Circa die gleiche Zeit, glaube ich, wie heute. Das will ich aber auch nie direkt so sicher sagen, wann das ist. Da müsst ihr halt drauf warten, bis Supercell das offiziell bei sich postet. Ne? Erst dann kann ich auch was machen. Deswegen muss ich auch immer warten, bis da was passiert seitens Supercell. Und dann kann ich selber das hochladen. Aber ich will auf jeden Fall sagen, bleibt dabei. Seid gespannt, was da noch so auf euch zukommt. Es wird auf jeden Fall ganz cool. Ich will jetzt aber wirklich gar nicht weiter noch was sagen. Ich möchte, dass ihr nochmal was sagt, was euch bisher gut gefallen hat, was euch vielleicht nicht so gut gefallen hat. Seid ihr vielleicht enttäuscht gewesen, dass ihr jetzt, sagen wir mal, als Rathaus 7er jetzt noch nicht so die Sachen gehabt habt, die ihr euch gewünscht habt. Den nehmen wir mal mit. Den nehmen wir mal mit. Erstens ist das meine alte Base. Zweitens hat er relativ viel außen. Guckt euch das mal an. Das dunkle Lager steht da außen rum. Wir können alleine mit unseren Aufräumtruppen schon mal ganz gut was wegmachen. Oh, da stehen so viele... Guck mal, hier steht so viel Verteidigung auf einem Fleck rum. Das müssten wir eigentlich hinkriegen. Okay, wir nehmen mal den, da nehmen wir schon mal einen weg. So, wir nehmen da schon mal einen weg, nehmen hier auch schon mal einen weg. Dann können nämlich gleich meine Trypskis hier in aller Ruhe sich um die Luftabwehr kümmern. Und das wird, wir werden auf jeden Fall einen Stern holen. Also einen Stern auf jeden Fall. Ich denke sogar zwei. Wir nehmen den Warden noch nicht mit. Wir bauen jetzt nämlich richtig schön einen Tunnel für unsere kleinen, feinen nicht für unsere Baby-Ding, für unsere Bowler natürlich. Ha, ich freue mich schon so aufs Update. Und am Wochenende ist ja auch der Stream, der große Luft-gegen-Boden-Stream von Supercell. Ich bin mal gespannt,
wie der so wird, wir werden sehen. So, jetzt haben sie, das ist nämlich genau das, was ich jetzt will. Sie räumen da alles auf. Und dann habe ich gleich hoffentlich noch Zeit oder hoffentlich noch Truppen, noch ein bisschen hier. Ja, da ist jetzt noch ein Tesla, der rauskommt. Aber das schaffen wir, glaube ich. Komm. Ich will die Luftabwehr. Die Luftabwehr muss down. Wenn die Luftabwehr down ist, dann können wir schaffen. Oh, guck mal, wie viel da schon weg ist. 1, 2, 3, 4. So, da ist jetzt hoffentlich alles weg. Nein, wir haben es nicht mehr ganz geschafft. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass die Adler-Dev noch nicht hochgeht. Sie hat noch nicht gezuckt. Ach komm. Jetzt habe ich gleich keine Truppen mehr übrig. Verdammt. Das war natürlich so nicht geplant. Vielleicht kriegen wir das doch noch ein bisschen angeschlagen. Ja, immerhin, der Tesla ist noch down gegangen. Jetzt müssen wir wirklich hoffen, dass sie in die Mitte reingeht, unsere Trübskis. Oh, jetzt habe ich die gar nicht gesetzt. Scheiße, jetzt habe ich einen dicken Fehler gemacht. Ich habe die gar nicht gesetzt. Ah, ich bin so blöd. Ich wollte... Den habe ich auch nicht gesetzt. Alter, na herzlichen Glückwunsch. Na herzlichen Glühstrumpf, sag ich dann nur. Jetzt haben wir die Hälfte der Sachen gar nicht gesetzt. Hoffentlich reicht es trotzdem noch. Jetzt ist nämlich das in der Mitte schon down. Also ärgerlich, wenn das jetzt daran scheitern würde, dass wir das jetzt nicht schaffen. Aber ich denke mal, das Rados werden wir jetzt trotzdem noch kriegen. Dann ist es gegessen. Ich habe die Heilerin vergessen. Na egal, wir haben das Rathaus geholt. Wir waren trotzdem halbwegs in der Mitte. So gerade eben noch geschafft. Und ja, das wird, wie gesagt, heute eine etwas kürzere Folge. Ich wollte euch nur mal darauf ansprechen, was ihr jetzt so davon haltet. Und euch natürlich auch den Hinweis geben, dass morgen noch ein Sneak Peek kommt. Für alle, die jetzt noch vielleicht enttäuscht waren, dass noch nicht... Ah, ich habe es eben neu installiert. Für alle, die ein bisschen enttäuscht waren, dass vielleicht noch nicht das dabei war, was sie sich gewünscht hatten, würde ich auf jeden Fall sagen, bleibt mal dabei, lest ein bisschen auch zwischen den Zeilen im Forum vielleicht, da könnt ihr auch so das ein oder andere auf jeden Fall mitnehmen, was da geschrieben wird. Ja, dann sage ich auf jeden Fall schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Seid nicht enttäuscht, wenn noch nicht das Richtige dabei war, würde ich nur sagen. Und irgendwas wollte ich noch erwähnen. Irgendwas wollte ich auf jeden Fall noch erwähnen, ich weiß aber jetzt gerade nicht mehr was. Ich habe keine Ahnung, fällt mir bestimmt noch ein. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einer Runde Clash of Clans mit mir, dem Fred. Tschüss.